Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 96. Part des FIFA, des Fußballmanager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. Wir stehen hier nach dem glorreichen ersten Spieltag, wo wir die TSG 1899 Hoffenheim mit 7:0 vom Platz gefegt haben. Vor dem Spiel hier in Leverkusen in der Bayer Arena, wo wir in der letzten Saison auf jeden Fall gut gespielt haben, den Sieg nach Hause gebracht haben, jetzt als Tabellenführer bei dem Tabellendritten Leverkusen antreten. Dieses Spiel ist ein Textmodus-Spiel und deswegen gehen wir rein, fackeln da nicht allzu lange und sagen unserer Mannschaft, das ist ein 6-Punkte-Spiel und damit auf geht's Wolfsburg! Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Leverkusen zum zweiten Spieltag. Die erste Chance Wesley Sneijder spielt immer Toprak im Strafraum aus und schießt auf 10 Metern, doch Leno klärt mit dem Fuß. Immer Toprak, ein Spieler, den wir uns nachher noch anschauen werden. Einer geht bei einer Flanke von Chessy auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Die wird hier auch gleich ausgeführt. Ecke von Wesley Sneijder. Leno pflückt den extrem gefährlich angeschnittenen Ball trotzdem sicher herunter. Aber gutes Chancenplus hier. Der VfL Wolfsburg hat damit seit 500 Minuten kein Tor mehr kassiert. Das hatten wir gesehen. Ist immer eine Einladung für den Gegner. Aber wir geben hier Pressing vor. Lasse Diagonalpass zum Hollander zu Ricardo Rodriguez, der den Ball auf dem linken Flügel vor der Grundlinie erreicht und Zeit hat, auf den heranspringenden Sneijder zu warten. Millimeter genau fliegt die Vorlage auf den Kopf des Hollenden, der aus 7 Metern an Leno scheitert. Schade. Tim Klose geht unbedrängt an der Außenlinie entlang. Sein Pass in den Rückraum kommt zu Sneijder, der aus 16 Meter Maß aufs kurze Eck nimmt. Aber Leno ist zur Stelle und verhindert ein Gegentor. Nächste hundertprozentige Arnold flankt scharf vor das Tor der Bayer. Martial lässt geschickt durch, irritiert dadurch Donati, der den Ball vorbeitritt. Chessy kommt dadurch am zweiten Pfosten zum Abschluss, ist aber zu überrascht. Der Wolfsburger hämmert den Ball auf unglaubliche Weise auf 2 Metern vor dem leeren Tor in die Wolken. Wir sind dem Gegner hier klar dominierend bis jetzt. Martial wird halb links am Strafraum von Arnold schön freigespielt, trifft dann aber den Ball nicht richtig. Reinhardt klärt. Hier wird früher oder später das 1:0 fallen, aber jetzt erstmal Song ist da. Ein Tick schneller als sein Kontrahent, spitzelt die Kugel vor das Tor. Gustavo rettet per Kopf zur Ecke, man dann seine Kollegen zu mehr Konzentration. Ecke von Sydney Sam. Zirkelt einen Eckball von der rechten Seite mit viel Effekt in den 5-Meter-Raum. Dort setzt sich Holmenson im Duell mit Smollern dadurch. Aber kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber. Benaglio hebt die Hand. Und jetzt nächste Chance für uns. Benaglio schlägt den Ball bis an den gegnerischen Strafraum ab. Dort gewinnt Arnold das Kopfballduell gegen Toprak und zieht sofort ab. Leno dreht den Ball gerade noch mit einer Glanzparade um den Pfosten. Das wäre die Möglichkeit gewesen, hier in Führung zu gehen. Vielleicht jetzt. Ecke durch Wesley Sneijder, die zweite in diesem Spiel. Aber Leno pflückt den Ball sicher herunter. Können wir mal sagen, voller Angriff, Riesenchance in Leverkusen. VfL kontert bei 5 gegen 4 Überzahl über Jesse Sneijder mit der Riesenchance frei vor Leno. Zieht ab. Leno ist unten und hat den Ball. Sakrament. Sakrament. Da hätten wir jetzt die 1:0-Führung machen können. Leverkusen kommt jetzt kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Die Zuspieler des VfL Wolfsburg in die Spitze finden aber noch keinen Abnehmer. Vielleicht jetzt. Hundertprozentige. Schöne Kombination im Spiel von uns. Über verschiedene Stationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld, aber Mollander wird dann letztlich von Lars Bender mit vollem Körpereinsatz derart bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert. Lars Bender, dem wir ein Angebot unterbreitet haben, als neuer Defensiv
Spezielles für uns, Jesse. Hat auf der linken Seite zu viel Platz, bedient Martial in der Mitte. Muss der Bültig auf 9 Metern verfehlt dieser die lange Ecke nur um wenige Zentimeter. Klar im Chancenfluss. Drehschuss von Kiesling sorgt für Gefahr. Torwart Benaglio ist jedoch zur Stelle, begräbt im guten Schussversuch aus 14 Metern unter sich. Jetzt die nächste Chance für uns. 36. Minute, 9 Minuten vor der Pause. Rasch befördert per Kopf im Mittelfeld den Ball zu Schneider, der Martial steil in den 16er schickt. Toprak kommt zu spät und der dynamische Stürmer wuchtet den Ball aus halblinker Position auf 10 Meter in den rechten Winkel. 1:0, drittes Saisontor von Anthony Martial. War ja auch mal höchste Zeit hier. Sag mal weiter so. Stocker liegt schon auf Sam, aber der verzieht, Gott sei Dank. Doch Kiesling steht genau 1:1 durch Stefan Kiesling. Seit 537 Minuten haben wir wieder mein Gegentor kassiert. Klasse. Klasse, musste ja kommen. Mit der ersten Chance wahrscheinlich zum Ausgleich. Mann. Die Noten sind recht passabel, außer Tim Klose, der jetzt motiviert wird. Ricardo Rodriguez, der hier noch einen Stärkepunkt bekommt. Gut. Dann die komplette Offensive. Wird jetzt mal gelobt um Molanda, Rodriguez und Gustavo, die Massagen. Halbzeitansprache bis jetzt zu 50%. Und dann sagen wir jetzt mal, spielt konzentriert und geduldig weiter. Wechseltechnisch lassen wir jetzt noch alles. Gehen ins Spiel rein, schicken die alle zum Aufwärmen. Mann zur Konzentration. Aber die erste Chance hat hier Bayer. Sam schlägt den Ball flach nach innen, aber Benaglio ist da äußerst aufmerksam. Sichert den Ball rechtzeitig vor Sean Parker. Nächste Chance Bayer. Sean Parker kann sich auf dem rechten Flügel nicht gegen Rodriguez durchsetzen. Sam kommt zur Unterstützung, bekommt den Ball flank in die Mitte. Der Kopfball von Son kann Benaglio abwehren und erhält auch den Nachschuss von Kiesling. Leverkusen scheint zu kommen. Hier sehen wir es auch. Nächste Chance, Benaglio wird von Son zu einer tollen Parade gezwungen, nachdem zuvor Lars Bender sich gegen Fresh in einem harten Zweikampf durchgesetzt hatte. So, momentan finden die Wolfsburger nicht in den Weg in den gegnerischen 16er, das ist gar nicht gut. Aber jetzt vielleicht. Nach einer schönen Arnold Flanke verlängert immer Toprak das Leder unglücklich zu Molanda, der ohne Zögern abzieht. Reinhardt bekommt jedoch noch die Fußspitze dazwischen, den Ball noch zur Ecke, die wahrscheinlich gut ausgeführt wird. Ecke von rechts durch Wesley Schneider. Leno ist da sehr zögerlich beim Herauslaufen, bringt sich sehr viele Schwierigkeiten. Am Ende kommt er gerade noch vor Martial am Ball. Einige Zuschauer waren bereits aufgesprungen. Das Stadion hier in Leverkusen ist ausverkauft. Und jetzt kommt der erste Wechsel mit André Schürrle, dem Ex-Leverkusener und jetziger Wolfsburger nach seiner Abstinenz beim FC Chelsea. Wird das hier die erste große Möglichkeit? Molanda sieht den gestarteten Schürrle, bedient ihn mit einem sehenswerten Pass. Reinhard tippt zunächst das Abseits auf, lockt einen Platz von Schürrle auf Martial. Der Ball kommt unglücklich zurück zu Schürrle, der aber keinen kontrollierten Schuss zustande bringt. Es darf doch nicht wahr sein. Sag mal, voller Angriff, Tor für Leverkusen, 2:1. Noch nicht, weil hier Gustavo rettet, Gott sei Dank. Ecke von rechts durch Siebner ist Sam. Son schubt ins Zentrum und es gibt Freistoß für die Gäste. Man muss heute auch die Leistung von Schiedsrichter hervorheben. Ja, klasse. So, jetzt kommt als nächstes noch Robinho.
Aber erstmal noch eine Chance für uns. Martial tankt sich nach Vorarbeit von Arnold rechts durch. Pass vor der Grundlinie nach innen, Reinhardt. Richtig den Ball. Eigentor! 2:1 Führung! Durch Stefan Reinhardt. Dankeschön. So kann es natürlich auch gehen. Bisschen unverdient, aber so ist es halt. Über links kommt Stocker und versucht nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht, kommt auf das Tor, aber Denaio hat es aufgepasst und ist sicher zur Stelle. Die Gangart von Leverkusen wird hier rauer. Jetzt kommt Robbie Cruz für Sam. Das heißt Taktik, Teamvergleich. Und Rodriguez deckt hier mal den Fuß. So, jetzt kommt Noyan Ösch für Kiesling. Das Talent hier. So. Und wir machen den letzten Wechsel noch. Ola Toivonen für Anthony Martial. Chance Leverkusen, Lars Bender schießt Gustavo an, holt einen Eckball heraus. Der wird ausgeführt von Gonzalo Castro. Die dritte Ecke, schwieriger Kopfball von Bender. Aber Torhüter Benaglio geht nur auf Nummer sicher, lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Noch 10 Minuten. Werden wir hier das 2:1 über die Linie retten. Schöne Flanke von der linken Eckfahne vor das Tor. Keeper Leno kommt nicht richtig an den Ball und legt ihn Ola Toivonen vor die Füße. Der gibt aber eine ähnlich unglückliche Figur ab und spielt den Ball zurück in die Arme des Torhüters. Ecke von Wesley Sneijder. Reinhardt will. Na, das glaube ich ihm. Erst macht er das Eigentor und rettet hier. Meine Güte. Jetzt hier die Möglichkeit noch per Ecke durch Wesley Sneijder, die fünfte im Spiel. Bringt den Ball herein, Ola Toivonen steckt am kurzen Pfosten hoch, Kopfball 2 Meter links vorbei. Molanda kann der Holmenson kurz vor dem Strafraum nur regelwidrig stoppen. Freistoß von Noyan Ösch. Der geht rechts am Wolfsburger Tor vorbei. Gott sei Dank. Jetzt eine Chance für uns. Langer Ball von Tresch erreicht den Fuß von Toivonen. Da kommt problemlos an Reinhardt vorbei. Steuert allein auf Leno zu. Aus 11 Metern lässt er den Keeper von Leverkusen keine Chance. Verfehlt aber das Tor nur wenige Zentimeter. Das geht so nicht. Sag mal trotzdem weiter so. Falsche Entscheidung von Lösen nach einem Zweikampf mit Bender, rollt der Ball ins Aus. Der Assistent zeigt Einwurf für Leverkusen, Tresch ist einverstanden, recht beide Daumen nach oben. Mario Lösen interpretiert das als Beleidigung und zeigt völlig zu Unrecht die gelbe Karte. Tresch versteht die Welt nicht mehr, würde ich auch nicht verstehen, eine Minute Nachspielzeit. Nochmal die Chance für uns, 90. 100%iger zum Schluss. Toivonen trippelt Reinhardt aus, dann einen klugen Pass auf Sneijder, der muss eigentlich nur noch einschieben. Doch er bleibt unglücklich im Rasen hängen und verletzt sich dabei auch noch. Zum Glück nur ein Anriss und kein Riss, wechseln können wir hier nicht mehr. Kleine Hiobsbotschaft kurz vor Ende, aber wir gewinnen hier mit 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Hohes Tempo und Ziff, war viele Chancen und zwei offensiv spielende Mannschaften. Die Zuschauer sind zu Recht begeistert. Sehen wir auch hier. Entschuldigung, in der Taktstatistik. War ein recht imposantes Spiel. Alles weitere direkt im Nachbericht. Und der Textmodus hier war wirklich mal lange. 14 Minuten, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Jedenfalls herzlich willkommen zurück zum Nachbericht hier. Wir gewannen 2:1.
Gegen Bayer 04 Leverkusen in der Bayer Arena bester Mann auf Seiten der Leverkusener war Bernd Leno mit der 2, der damit Schlimmeres verhindert hat. Bönitsch noch mit einer 2, Donati 2,5, Kiesling 2,5. Die Einwechselspieler haben keine Noten mehr bekommen. Und ein Spieler hier, den wir ja noch aus dem KSC Let's Play von Gudensheim Bergen kennen, ist Tata. Der gekommen ist für 2,7 Millionen von Steaua Bukarest. Bei uns war Diego Benaglio mit einer 1 heute bester Mann. Dann Luis Gustavo 2,5, Rafinha 2,5, Molanda 2,5, Snyder mit einer 1, der jetzt einen Außenbandanriss hat und 3 Wochen ausfällt. Aber wir können froh sein, dass wir mit Kevin De Bruyne, Ola Toivonen und André Schürrle gute Möglichkeiten haben, das zu kompensieren. Nur André Schürrle müsste die OM noch eintrainieren. Sonst sind die Noten von uns eigentlich recht passabel, außer Tim Klose hier noch mit einer 3 und Trash mit einer 3. Ansonsten haben unsere beiden Teamansprachen funktioniert, das ist doch schon mal positiv zu erwähnen. Statistiken hatten wir 10 Schüsse, von denen 4 aufs Tor gingen und 6 vorbei, 14 zu 9 Chancen. Wir haben deutlich mehr Pässe geschlagen, hatten deutlich mehr Ballbesitz und von uns kamen knapp 2700 Fans mit. Spieler des Spiels Diego Benaglio und das Wetter war leicht bewölkt bei 26 Grad. Jetzt zu den Ergebnissen des zweiten Spieltages. Bayern München gewinnt 1:0 gegen VfL Bochum. Hoffenheim verliert 1:3 gegen Werder Bremen. Kantersieg für Dortmund 4:0 auswärts beim FC Freiburg. 3:1 Erfolg von FC Schalke beim Hamburger SV. Wo heute aktuell bzw. gestern Bert van Marwijk jetzt entlassen worden ist und Mirko Slomka, der ehemalige Trainer von Hannover 96, soll der aussichtsreichste Kandidat sein. Auf den Trainerposten. Dann sehen wir hier die Niederlage von Hannover 96 2:4 gegen Mainz. VfB Stuttgart gewinnt 2:1 gegen Köln. Gladbach setzt sich 3:0 gegen Frankfurt durch. 0:0 zwischen Nürnberg und Hertha und unser Spiel wie gesehen 2:1. Und Nils Petersen wurde als erster Spieler in dieser Saison vom Platz gestellt. Und wir sind in der Tabelle immer noch Erster mit 6 Punkten jetzt. 9:1 in der Tordifferenz. Tordifferenz von plus 8. Zweiter hier Mainz mit 6 Punkten. Dann Werder Bremen jetzt auf Platz 3. Dortmund 4. Gladbach 5. Stuttgart 6. Was überraschend ist, Bayern hier nur auf der 11. Und Hoffenheim, Freiburg, letzter, die beiden Mannschaften aus Baden-Württemberg. In der zweiten Liga Augsburg und St. Pauli auf den Aufstiegsplätzen, dann Erzgebirge Aue auf der 3. RB Leipzig hier auf der 7 als bester Aufsteiger, Duisburg 9., Halle-Stadt FC 11. Sind gut in der ersten, zweiten Liga hier angekommen. Auf den Abstiegsplätzen Energie Cottbus, Ingolstadt und FSV Frankfurt. Dritte Liga, VfL Osnabrück erster vor Heidenheim und der zweiten vom VfB Stuttgart. Bielefeld auf der 4, beste Aufsteiger hier, die zweite von Bayern auf dem 5. Platz. Noch ein Abstiegsbetten unter Haching, Sandhausen und Holstein Kiel. Die Regionalligen, da hat unsere Mannschaft 5:1 auswärts gewonnen bei Havelse. 11:2 Tore, 6 Punkte, okay, das ist schon mal aussagekräftig hier. Regionalliga Nordost, Nordhausen hier an Position 1. Regionalliga West, die zweite von Leverkusen vor Aachen. Südwest, die zweite von Mainz, erster vor Hoffenheim und KSV Baunatal. Und Regionalliga Bayern, Würzburger Kickers hier, erster vor FV Illertissen und Wacker Burghausen. Anderen Ligen Österreich, Sturm Graz hier, erster. Belgien, Zülte-Waregem vor Gent. Erste Anderlecht kommt hier nie aus dem 4. zum Saisonbeginn, nur auf der 10. England, erster Spieltag, Everton, erster vor Arsenal, Swansea City, Tottenham und Chelsea, die Ergebnisse seht ihr hier. Frankreich, Marseille, erster vor Sochaux und Lorient. Italien, Juve, erster vor Genoa und Udinese Calcio. Niederlande, Utrecht, erster vor Twente. Spanien, Real Madrid erster vor Mallorca, Atletico Madrid und FC Barcelona, Schweiz, FC Basel erster vom FC Zürich,
Brasilien, Sao Paulo vor International Porto Alegre und USA, Montreal Erster vor New York Red Bulls. Jetzt zu den Stimmen. Wir hatten viele Chancen, haben diese aber leider nicht genutzt. Nichtsdestotrotz wirft uns die Niederlage nicht um, sagte Gonzalo Castro. Und ich sagte heute, wir waren viel zu oft hinten und haben viel zu viele Chancen zugelassen. Von daher kann man nicht zufrieden sein. Wir können uns bei Benaglio bedanken, der uns vor einem Gegentor bewahrt hat. Okay, eins mussten wir schlucken, aber wir haben dennoch 2:1 gewonnen. Markus Gisdol, wir sind voll im Zoll mit 0 Punkten. Spieltagsstatistik, da sehen wir Diego Benaglio in der Elf des Tages. Ansonsten drei Werderaner mit Junosovic, Injovski und Lukemia. Draxler noch, Aubameyang und Orue. Teamleistung, viertbeste Teamleistung hier mit einem Schnitt von 2,85, in der Saison Schnitt von 2,46. Beste Spieler jetzt, Wesley Sneijder hier erster mit 4 Toren, dann Martial auf dem zweiten Platz mit 3. Und nach 2 Spieltagen hier Notenbester Wesley Sneijder, wo ich ein bisschen trauere, dass er jetzt um 3 Wochen fehlen wird. Da sehen wir das Außenbandanriss. Ist ein bisschen ärgerlich, bleibt er im Rasen hängen. Wir können froh sein, dass es kein Kreuzbandriss ist. Und dann gehen wir hier mal weiter. Sehen's Victor Andrade, erzielt gleich 2 Tore. Alex Esswein wird ein Wolf, das wissen wir. Haben ihn ja geholt. Spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Und Guardiola kontert die Kritiker. Scharkow wechselt in die Hauptstadt zu Hertha. Von Dnipropetrovsk. Okay. Und dann gehen wir mal weiter. Motivationslehrer. Okay, nehmen wir mal. Ist verletzt, das wissen wir. Andrade erzielt 2 Tore. Statusbericht Verletzungen, Sneijder noch 3 Wochen. Und bester Spieler war Julian Green beim 5:1 Erfolg. Die Treffer machten Andrade, Dybala, Andrade, Julian Green und Marian Saar. Wirklich gut, was die Jungs hier machen. So stelle ich mir das vor. Alex Esswein hat nochmal 12 Minuten gespielt. Mannschaft der Woche Diego Benaglio. Ablöseverhandlungen für Dragovic sind gescheitert. Och, Menno. Menno, Mix und zugenäht. Versuche ich es halt demnächst nochmal. So, dann tun wir ihn mal zu Ende scouten. Scouting abgeschlossen von Greuther Fürth und von Joren Dehors auf der 4. Transfermarkt schließt in 2 Wochen, Gehaltsbudget noch nicht ausgeschöpft und Transferbudget noch nicht ausgeschöpft, das wissen wir. Und jetzt gucken wir uns noch die ganzen Spiele an, die mir Sitki Özgül nochmal geschickt hat. Zum einen hier Mapuyanga Mbiwa von Newcastle, 8,3 Millionen wert, 25 Jahre, deswegen ist er auch ein bisschen zu alt schon. Weil ich will natürlich auch ein paar jüngere Kräfte haben. Dann Ömer Toprak vom letzten Gegner Leverkusen, den man sich angucken sollte, 77, auch 25 Jahre alt, 6 Millionen, der ehemalige Freiburger, dem seine Karriere auf der Gefahr stand, weil er ja bei einem Kartunfall sich schwer verletzt hat. Dann Umtiti, Samuel Umtiti von Lyon, wäre schon eine Möglichkeit, aber jetzt seht hier 18,7 Millionen. Er ist auch schon im Blickfeld, von daher. Wenn sich da mal was ändert, wird er geholt. Dann kommen noch ein paar Standardtalente, von denen ich gerne absehen würde. Zum einen hier Yannick Westergaard von Hoffenheim. 72, 2 Einsätze gemacht, 5,1 Millionen. Ist ein Fels in der Brandung. 3,5 Sterne Talent, 22. Ist so eine Art Simon Kier. Nehmen wir mal zumindest ins Blickfeld, aber ich werde ihn mir nicht holen. Und André Hoffmann vom Nordrivalen Hannover. Beziehungsweise ist er momentan beim 1. FC Köln zur Leihe von Schalke 04. Von daher könnten wir ihn auch nicht holen, da er bereits gewechselt ist. So, Sitki, hast du jetzt damals das mal kurz gesehen? Und jetzt zur Jugendmannschaft, und zwar hier in der A-Jugend. Er wird es gesehen haben, Luis Könen ist unser neuer Mann hier, hat Marian Bott erlöst.
Und er hat auch einen YouTube-Kanal mit dem VfL Wolfsburg im FM13, Terra Blex. Da könnt ihr ruhig mal reingucken. Macht es auch ganz toll, wie ich finde. Von daher schaut mal bei ihm rein. Und dann gucken wir uns noch Smalling und Evans an, die in der Premier League spielen bei Manchester United. Hatte noch keinen Einsatz, 10,3 Millionen wert. Nehmen wir mal ins Blickfeld auf, aber ich denke mal nicht, dass ich ihn mir holen werde. Und zu guter Letzt hier Evans. Müsste wahrscheinlich Jonathan Evans sein. Hatte einen Einsatz, 79, 16,5 Millionen. Ihr seht's. Sind zwar gute Vorschläge, aber teilweise auch ein bisschen überteuert. Und das muss ehrlich nicht sein. Tim Klose ist verärgert über Westergaard. Auch das noch. Und ich weiß, ich bin schon bei 25 Minuten, aber ich hoffe, es ist nach wie vor kein Problem für euch. Jetzt kommt hier nochmal ein weiterer Tscheche zu Frankfurt. Krejci von Sparta Prag. Aber Mangala wechselt hier vom Porto zu PSG für 23,5, Valbuena für 13,5 zu Juventus. Nathan Klein wechselt hier für 8,3 zu Sunderland. Innerhalb der Premier League dann Sean Parker von Mainz zu Leverkusen für 7. Choupo-Moting verlässt Mainz, geht zu Nürnberg zum ehemaligen Verein für 5,3 Millionen. Okay, sind ein paar interessante Transfers teilweise mit dabei. Auch ein paar unaussagekräftige wie Timo Röcker zu Aue. So, dann hier Lavezzi zu Inter, Pato zu Lyon, Dietrich wieder von Gladbach beobachtet und Shane Long zu Swansea. Und hier die Trainer von Cannes und von Evian vor der Entlassung. Und Bjarne Tölke soll den Verein die zweite Mannschaft verlassen, entweder in Richtung Aue oder in Richtung Ingolstadt. Und wir tun uns hier Vorarbeiten zum Spiel hier. Ingo Anderbrücke jetzt Trainer in Ingolstadt. Duciak steht von der Leihe zum Drittligisten SV Darmstadt 98. Und die Möglichkeit, ihn dort spielen zu lassen, ist besser als bei uns in der zweiten, wo jetzt Toljan und Bandowski da sind. Von daher schicken wir ihn dorthin und Pockenberg vor einem Wechsel zu Wien-Wiesbaden oder durch zu Chievas nach Mexiko. Kouyaté hat Trainingsziel erreicht. DM kann er jetzt, dann kann er mit dem Zentralen hier weitermachen. Ablöse für Tölke wurde akzeptiert, Scouting abgeschlossen von Scottin, jetzt Stufe 10. Duciak wird ausgeliehen, Jugendspieler kommt zu uns, Batavu. 4 Sterne Stürmer. Oh, Sahne, jetzt habe ich schon den neuen leider hier reingetan. Das wird halt dann für den nächsten frei. Das ist natürlich mal top hier. Jetzt kommst du so langsam. Sagt auch der gute Baumi jetzt, wenn er immer einen guten neuen bekommt. So. Dann darf er mit den Volleys, dann Schusskraft, dann Torriecher. Sortiert nach den schwächsten Eigenschaften und Fähigkeiten. Und Scouting abgeschlossen von Lore de Jong, Stufe 6, 3,5 Sterne. Neues Sponsorenangebot, VW, okay. Der Mutterkonzern bzw. BMW. Für 3 Jahre ist ein bisschen zu viel. Gehen schon mal auf 1 Jahr runter, 8 Banden. Ist in Ordnung, kriegen wir nochmal 170.000. Die haben wahrscheinlich schon Freikarten. Haben sie 500 Stück gegen den VfB. Zum Meet and Greet schicken wir jetzt mal Victor Valdez. Und wechseltechnisch will ich auf jeden Fall nochmal gucken. Weil ich möchte Tusky unbedingt holen. Weil das soll es jetzt auch mal vorangehen. Weil jetzt sehen wir es vor dem Scheitern mit Lars Bender genauso, weil Schalke 04 jetzt noch mit dazu gestoßen ist. Mal gucken wir mal ganz kurz, wie viel die bieten. Die bieten momentan nichts, sind einfach nur da. Und stehen sozusagen Spalier.
und sagen uns, jetzt musst du aber was tun hier, um ihn zu holen. So. Dann gehen wir mal weiter. Und gucken mal, ob jetzt was reinkommt. Bänder wurde abgedehnt. Dann gehen wir hier mal auf 18 hoch. Daratusky abgedehnt. Dann versuchen wir es jetzt mit 4 Millionen. Immer noch nicht. Und jetzt das Playoff zur Champions League, die Hinspiele. Schalke 1:1, 3:3 zwischen Lyon und Thessaloniki. Sind nur die Hinspiele, nächste Woche entscheidet sich dann, wer in die Gruppe hier mit einzieht. Und wir hätten hier drei neue Nationalmannschaften, aber das Thema Nationalmannschaften hatten wir schon mal. Deswegen lassen wir das hier. Spiele der Europa League. Tue ich hier mal kurz durchscrollen. Dragovic hat ein Tor gemacht für Dynamo Kiew. So. Da war unter anderem Leverkusen dabei, die jetzt 2:1 verloren haben durch Tore von Finn Bogason und Boyens. Dann gucken wir mal, haben hier noch ein paar News. Palacios erreicht sein Trainingsziel. Richter kann jetzt mit links außen weitermachen. Neues Angebot für Lars Bender abgegeben. Pockenburg wechselt zu Schiebers. Okay, alles Gute. Neues Angebot für ihn abgegeben. Status beim Sponsor ist gestiegen, so habe ich es mir gewünscht, aber Rafinha und Ricardo Retrago. Rodriguez können hier ihre Differenz nicht beseitigen, das ist doch so ärgerlich. Laurent Dion Stufe 8. Saborit Stufe 10, okay, das scheint auch nicht schlecht zu sein. Per Litbarski hat jetzt eine Spezialisierung auf Spanien, das ist zumindest recht positiv. Dragovic auf Stufe 10 ist auf einer 72. Gucken wir mal ganz kurz. Haben hier Maximovic, der gescoutet worden ist. Auch kein schlechter hier vom VfB. Und Goray Günther, der jetzt dort zurückgekehrt ist, in der Realität bei Galatasaray jetzt unter Vertrag. Gucken wir mal rein, gute Perspektiven. Aber ich brauche jetzt trotzdem noch einen Innenverteidiger. Das geht nämlich so nicht. Mal gucken, Rüdiger. Und versuchen wir es hier bei Share. Sagen da mal 9 Millionen. Und kommen jetzt zum Spiel hier gegen den VfB Stuttgart. So, sind hier am dritten Spieltag. VfL Wolfsburg empfängt zu Hause den VfB Stuttgart, die momentan Sechster sind. Dann SV Werder Bremen und FC Schalke 04. Das Duell und Hertha BSC gegen Gladbach, die Topspiele 13. gegen 5. Okay, dann haben wir hier noch 7 News, die gucken wir uns noch an. Fabian Schärf Transferliste. Scouting abgeschlossen von Laure de Roy, Stufe 10, 64, 3,5 Sterne Talent. Gandur, der deutsche Ägypter, hat sein Trainingsziel erreicht. So, dann darf er als nächstes hier Robustheiten Grätsche mit hochnehmen. So. Zitki Özgül erreicht sein Trainingsziel, okay. Uff, der hat noch gar keine. Sorry, tut mir leid. Aber die Werte sind schon recht gut. Manndeckung. Dann Zweikampf, dann Grätsche, dann Antritt und dann Robustheit. So, ist da mal eingestellt. Hinweis zum Assistenten zu Maximilian Arnold, dass er auch OM spielen kann, das weiß ich. Ist zumindest eine gute Option jetzt vielleicht hier für das nächste Spiel. Müsste das allerdings noch einspielen. Nominell wäre Ola Toivonen jetzt der Beste. De Bruyne mit einer 74. Nimm mal De Bruyne. Und dann kommt hier Grimaldo mit.
Und es heißt natürlich jetzt öffne Taktik. Muss ich mir noch überlegen, ob das Spiel ein 3D-Spiel wird oder ob es ein normales wird. Weil ich habe gemerkt, in der letzten Saison waren die 3D-Spiele für euch eher Müll. Und habt sie nicht angeklickt. Deswegen würde ich einfach auch von euch wissen, warum ihr die nicht anklickt. Und deswegen würde ich mal...